komm wieder zurück hier bei Let's Play Devil May Cry rein. Gespannt, was uns jetzt erwartet. Did you find what you were looking for? Yes. Now we can stop Arius's ambition. Whatever. But actually, I do not deserve this power. Bring this to Mathieu for me. Please. I've got something that I need to take care of. Dieses Lachen. Wow. Na, komm mal hier, du Fettsack. Gut, war jetzt nicht so der Oberhammer. War zwar fett, hat einiges weggesteckt. Oder einiges weggesteckt, eigentlich eh nicht so viel. Kugel an der Kette. Aber war halt verdammt träge, ne? Oh, ein Aufzug aus Stein. Geil. Final Arcana. It's from your daughter. What are you doing, Granny? There is one more thing I need to ask of you, son of Sparta. My daughter went to face Arius all by herself. Please, take these. And save Lucia. If it's heads. Your lucky streak continues, Granny. Ja, die Oma hat weiterhin Glück in ihrem Glücksspiel. Damage D, ja, kann ich verstehen. Items Use B kann ich auch verstehen. Orbs A finde ich cool. Zeit A finde ich auch cool, für das, was wir so lange herumgeschissen haben. Ich hoffe, es sind nicht so viele kleine Cuts-Fehler dabei. Weil stellenweise hinkt das Aufnahmeprogramm ein bisschen hinterher. Egal, Mission 13. Der Jäger wird lernen, dass Gefühl Vertrauen braucht. Wegweiser für die Jäger. Kapitel 10, Artikel 3. Kill me! That man is going to bring me the Arcana shortly. You will live to see that. Hahahaha!
That's just a piece of crap. Oh, Arcana. Here's another 3 for you. No! Crap like that doesn't interest me. But... your swan song will. Ein Stück Scheiße. Cannot transcend all living things. Too easy. You cannot win. Someone is holding you. Forget about me. Kill Arius. Don't worry. I've got you. Ja, das war unsere erste Begegnung mit Arius, oder Arius, oder wie auch immer. Ja, ganz schön bescheidener Kerl, sag ich mal. Nächste Mission. Und hier haben wir Mission... Why did you save me? Ups. I was created by him. Every hero has a weakness. Their ritual was activated because of me. There's still time. We have until the sun is completely eclipsed. But how are you going to enter the building? The entrance is... where there's a will, right? Ja, so kann man es auch sagen. Mission 14. Vier Lichter öffnen die Tür zur... Achso. Vier Lichter öffnen die Tür zu Zukunft und Vergangenheit. Wegweiser für die, Wegweiser für die Jäger, Kapitel 11, Artikel 7. Jetzt habe ich gerade den mächtigen Hänger gehabt. 12.000.
So, die Pistole auch mal aufrüsten hier. Exit. Mission Start. Mission Start. Was für ein Englisch, echt. Na, diese Gegend kennen wir ja. Juhu. Blau. Da hinten leuchtet es blau. Fick dich. So, und tschüss. Das war's von denen. Danke. Warte hoch. Wird langsam, aber sicher intensiver. Sie müssen 3 weitere Kräfte freisetzen, um die Dämonenwelt zu erreichen. Alright, bitch. Wahrscheinlich haben wir in der Mitte begonnen, ne? Oder auch nicht. Lass mal weg jetzt. Die habe ich doch keine Zeit dafür. So, kann ich denn equip swords? Wow. Mal schauen, was es mit dem Schwert bringt. Das kennen wir doch von ganz am Anfang, ne? Yeah.
Ah, Mercilis. Es ist nicht besonders mächtig, hat aber eine große Reichweite. Volles Arsenal, wir haben sämtliche Waffen, geil. Swords. Mercilis. Ich muss sagen, bis jetzt gefällt mir Rebellion am allerbesten. Swords, Rebellion. Kommt da jetzt für ein Teil für uns? Einen haben wir leider liegen lassen. Komm, yeah! Das ist unseres. Und zwar das Healing Heart, den Zauberstab mit dem Herzen einer barmherzigen Göttin. Heißt so viel, wie wir uns schneller regenerieren, ist er gut und schön, allerdings für uns jetzt noch nicht so zum Verwenden. So, sie müssen noch zwei weitere Kräfte freisetzen, um die Dämonenwelt zu erreichen, okay. Haben wir da vorher noch was oder ist da auch was? Da ist Ende Gelände. Also gehen wir wieder zurück. Gehen wir wieder zurück. Was versteckt's? So, der Part wird heute ein bisschen länger. Dass wir wieder mit den Missionen abschließen. Nee, komm, ist rechts aber. Wo ist denn der Terror? So. Nee, kein Bock mehr. Keine Lust und keine Zeit mit euch zu spielen hier. So.
Ich hätte gerne das nächste Lichtlein. Die Spinnweben zufolge müssten wir hier richtig sein. Nö. Und genau von da sind wir gekommen. Fest nichts hinten, okay. Wenn die Kamera sich ein bisschen nach einem richten würde. So, wir sind jetzt glaube ich schon mal im Kreis gelaufen. Sollten wir vielleicht mal runtergehen. So, wenn ich die ganze Zeit falsch bin, hier waren wir auch schon mal. So, da waren wir auch. Ja, okay. Da hinten leuchtet was. Da ist was. Aua. So. So, ich habe auch gerade gesehen, Equip, Amulet. Wir wollen ja Schaden machen, ne? Sie müssen noch eine Kraft freisetzen, um die Dämonenwelt zu erreichen. Sehr geil, wir sind jetzt bereits bei 25 Minuten, gibt es ja so Map. Gut, wir sehen aber nicht genau, wo wir sind.
Geil, wir haben hier eins. Dann haben wir da hinten zwei. Also rechts. Das heißt, hier haben wir noch keins gehabt. Die sind echt mies mit ihren Scheißschildern. So. Das waren die. Da hinten ist unser Startpunkt. Da links waren wir schon. Was ist hier? Ein Geheimraum. Ein blauer Teil, das heißt, wir haben eine blaue Kugel. Gleich zwei Teile sogar. Wahrscheinlich, weil wir das letzte Mal leer ausgegangen sind. Sehr geil, das gefällt mir. So, jetzt brauche ich nur noch das letzte Tor und ich wäre ganz happy. Da unten war nichts. Warum war da unten nichts? Hier gar nichts ist, kann ich mir gar nicht vorstellen. Na. Ein kompakter, tragbarer Raketenwerfer, mit dem eine wärmesuchende Rakete abgefeuert wird. Leckt mich am Arsch. Ach du Scheiße. Das ist krank. Alter. Da! Ah.
jetzt activated. Ein dämonischer Impuls wurde freigesetzt und sie können jetzt die dämonische Welt erreichen. Schweinebacke. So, jetzt gehen wir mal zurück zum Anfang. Das war hier. So, und das dämonische Tor ist jetzt wo? Könnt ihr mir hier und da noch vorstellen? So, da war mal nichts, da war auch zwischendurch irgendwo so ein Ding, so eine Wand. So eine Wand komplett versponnen, das könnte auch der Eingang sein zur Unterwelt. War das da? So ähnlich. Das habe ich ja eigentlich gemeint, aber Scheiße. So, wo soll das Tor zur Unterwelt denn befinden? Wahrscheinlich so riesig, dass man es gar nicht übersehen kann. Wäre aber noch eine Möglichkeit. Ich bin behindert. Ging's da nochmal drüber? Da. Du.
von der Ruhe ist. So, aussetzt. Da war das, okay. Da ist das Ding. Scheiße, Mann, wo ist denn da der Weg zur Unterwelt? Bin ich denn wirklich so blind? Kann's das denn sein? Da hinten haben wir es auch schon 10 Mal, ne? Das ist die Anfangsstelle. Da waren wir auch schon. Da drinnen waren wir auch schon. Vorne waren wir ja auch schon. Wir waren doch schon überall. Ich habe so absolut keinen Tipp gekriegt. Oder einen kleinen Hinweis irgendwie. Muss halt nicht sein, hallo, hier ist das Tor zur Unterwelt, sondern ein Hinweis wie zum Beispiel, keine Ahnung, ein Hinweis eben ist. Mein Tor zur Unterwelt ist entweder irgendwo ganz oben oder irgendwo ganz unten, aber zwischendrin? Nö. Ah, plötzlich von da komme ich ja. Guck wieder die Mistviecher da. Kamera, komm. Wie oft sind wir schon im Kreis gelaufen? Ich habe jetzt schon aufgehört zu mitzählen. Hm.
Wieder noch von den Viechern. Danke. Aktiviert haben wir es ja, das ist ja richtig. Hier? Oh. Das ist eine gelbe Kugel, aber auch kein Eingang zur Unterwelt. Oh. Und da kommen wieder die ganzen Viecher. Können Sie endlich mal aussterben? Hier unten waren wir noch nicht. Oder? Hallo. Ja. Toll. Jetzt habe ich keine Lust mehr auf den Metal Cray.